Unglücks herrschte in der Region schlechtes Wetter. Die Maschine vom Typ Boeing 737 befand sich offenbar gerade im Landeanflug. Sie war am Nachmittag um 17 Uhr Ortszeit vom Flughafen der südpakistanischen Millionenstadt Karachi gestartet und sollte um kurz vor 7 in Islamabad ankommen. Die Fluggesellschaft veröffentlichte nach dem Absturz die Passagierliste. Unklar ist bisher dennoch, ob auch Ausländer an Bord waren. Die Fluggesellschaft Boya Air hatte erst Anfang des Jahres wieder ihren Dienst aufgenommen, nachdem sie zuvor wegen finanzieller Schwierigkeiten jahrelang nicht fliegen konnte. Nach Angaben der ersten Helfer an der Absturzstelle liegen die Teile der Maschine weit verstreut in einem schwer zugänglichen Gebiet. Der pakistanische Verteidigungsminister sagte, das Flugzeug sei in Flammen aufgegangen, noch bevor es auf dem Boden aufschlug.